Oh, der Schnucki da hat uns ganz schön viele Informationen gegeben. Das letzte Mal. Oh, das fängt sich schon ganz, ganz geil an. Das Ganze, wenn wir da jetzt einmal rausgehen. Nein, so wie mein Fuß derzeit aussieht, werde ich nicht weit kommen. Ich sollte in den Wohnwagen zurückgehen und mich um die Wunde kümmern. Sieht nicht so gut aus. So, er hat sich das letzte Mal verletzt. Er hat sich ja das letzte Mal verletzt. Aber nur. Wo könnte da was sein? Warte mal. Unmöglich. Er ist verschlossen. Ich fürchte, mein Gastgeber hat vergessen, ihn aufzuschließen, bevor er gegangen ist. Bevorstehende Feder. Was hat er eigentlich? Topfdeckel. Aus Metall und etwas verbeult. War mal der Deckel für einen großen Topf. Tatsächlich kleben noch ein paar Essensreste dran. Besser nicht. Das Geräusch der Bettfeder auf dem Metalldeckel würde mir auf die Nerven gehen. Naja, aber Vorschlag. Ich sehe hier nichts, was ich damit abdecken könnte. Okay. Der Ofen ist leer und schmutzig. Da ist nichts mehr drin, was mich interessieren könnte. Das hat keinen Sinn, sie geht nicht auf. Ich habe gehört, wie Rod von innen den Riegel vorgeschoben hat. Interesting. Interesting. Unbedacht ist doch. Das ist unbedacht ist hier. Wie könnte man jetzt diese Wunde geschlossene Tür. Das ist natürlich interessant. Da können wir auch nicht gehen. Da kommt da irgendwas. Da kann man doch nicht. Kann man doch nicht raus. Ja. Können wir noch da rausgehen? Was? Nein, so wie mein Fuß derzeit aussieht, werde ich nicht weit kommen. Ich sollte in den Wohnwagen zurückgehen und mich um die Wunde kümmern. Sieht nicht so gut aus. Die Hütten. Bisschen nicht schlecht. Die Matratze zeigt immer noch den Abdruck meines Körpers. Ich muss viel länger drauf gelegen haben, als ich dachte. Die Öllampe ist die einzige Lichtquelle in diesem Raum. Das Flackern der Flamme lässt alles so geisterhaft erscheinen, wie in einem Traum. Ja, wie in einem Albtraum. Ich werde die Öllampe nicht löschen. Dieser Ort wirkt schon mit Licht finster genug. Eigentlich schon, oder? Eigentlich recht. Wie könnte man das jetzt eigentlich? Der Ofen ist leer und schmutzig. Da ist nichts mehr drin, was mich interessieren könnte. Ich kann jemanden auf der anderen Seite flüstern hören. Rod hat sich drin eingeschlossen. Eine Pflanze. Ungemachte Bett, ja, schön und gut. Da mal. Wollen wir mal kurz nochmal rausgehen. Ein leerer Platz. Und der Tür.
Irgendwas sagen. Hey du! Denk nicht mal daran, den Einkaufswagen anzufassen. Halt dich von meinem Kram fern. Oder ich schwöre, ich reiße dir die Eingeweide mit bloßen Händen heraus. Okay, okay, reg dich ab. Ich werde nichts anfassen. Das ist die Frage. Hey du! Denk nicht mal daran, halt dich. Okay. Irgendwie müssen wir dann ablenken, das steht schon fest. Irgendwie Wahnsinn. Der Boden auf dem Platz ist voller Müll, Schrott und Glasscherben. Hier habe ich meine erste Lehrstunde zur neuen Welt erhalten. Wenn du Probleme vermeiden willst, pass auf, wo du hintrittst. Das war gut. Das war so ein guter Vorsatz. Reden wir nochmal mit ihm. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich werde dir alles beantworten, solange du von meinem Kram wegbleibst. Okay, ich gehe dann mal wieder. Viel Glück noch. Bleib nur ja von meinen Sachen weg. Das gleiche gewesen eigentlich. Die Tonne hat auf einer Seite ein großes Einschussloch. Sie wurde wohl für Zielübungen benutzt. Was? Er scheint ja ziemlich neben der Spur. Und seinen Drohungen nachzuschließen, habe ich offenbar keinen guten Eindruck auf ihn gemacht. Aha, wo ist denn das unbedingt? Verändernde Tonne. Ein improvisierter Rauch ist unten, aber es scheint die einzige Möglichkeit. Sie wurde wohl für Zielübungen. Leerer Platz, die Autotür. Verlassenes Auto. Das war schon einmal. Hey du! Halt! Ja. Okay. Länger weggeschaut. Ihr müsst ein wenig länger wegschauen. Wir müssen mal trotzdem zurückkommen. Hey du! Halt! Okay, okay. Ja. Ist ja gut. Ich werde die Öllampe. Das ist jetzt eine gute Frage. Ein ungerahmter Schnaps, war erwachsen? Ja, das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, wir müssen ihn jetzt die Wunde verheilen. Also die Wunde pflegen, aber wie könnte man das jetzt so machen eigentlich? Da ist eigentlich nichts da. Unmöglich. Er ist verschlossen. Ich fürchte, mein Gastgeber hat vergessen, ihn aufzuschließen, bevor er gegangen ist. Der alte Schrank, von dem mir Rod erzählt hat. Seltsam.
Mit dem zersprungenen Glas in der Tür ist auch mein Spiegelbild zersplittert. Ein Foto, das man in kleine Stücke gerissen und erneut zusammengeklebt hat. Um den Schrank zu öffnen, ist das nicht der richtige Weg. Die Öllampe ist die einzige Lichtquelle. Ich sollte besser nicht damit herumspielen. Am Ende sitzt... Wie soll das gehen? Ich sehe hier nichts, was ich... Das bringt leider nichts. Ich sehe hier nichts, was ich damit abdecken könnte. Das geht leider nicht. Besser nicht. Ich sehe hier nichts, was ich damit ab... Interessant. Ja gut, das soll ich mir sagen. Okay, dann bis zum nächsten Video. Gut, ciao.